Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Ellerbach mit dem Seasons Mod. Ich freue mich. Wir müssen jetzt Feld fahren einmal. Wir machen mal Licht an, wir machen mal Warmblinklicht an auch. Ne? Und dann fahren wir mal zum Feld. Zum Feld 128, was wir gepflügt hatten extra. Wo wir jetzt wirklich hingehen müssen und düngen müssen einmal, beziehungsweise erstmal kalken. Da geht jemand über den Zebrastreifen, den wollen wir natürlich auch rüberlassen. So, komm, hopp, Opa. So, dann müssen wir einmal hier links rein. Und dann haben wir hier schon unser Feld. Sehr schön. Hier müssen wir jetzt einmal kalken. Das heißt, wir schalten den Düngestreuer einmal an, den Kalkstreuer ist das in dem Fall. Und werden die ganze Fläche einmal komplett kalken. Damit wir auch den bestmöglichen Ertrag hier rausbekommen, Leute, ne? Dann wollen wir einmal drehen. Dass wir natürlich auch die Ecke hier gekalkt bekommen. Sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Können wir einmal hier kalken und dann haben wir das eigentlich auch schon fast geschafft mit dem Kalken. Ist ja relativ easy hier. Geht ja relativ zügig. Verbraucht natürlich einiges an Kalk, das ist klar. Dafür ist er aber auch nicht gerade teuer. Es geht eigentlich vom Preis her. Von daher kann man eigentlich nichts sagen. So. Sehr schön. Das hätten wir auch geschafft. Das heißt jetzt noch das Innere vom Feld einmal schnell kalken. Dann haben wir das auch schon soweit fertig. Sehr schön, Leute. Cool. So. Haben wir Kalken. Dann müssen wir gucken, was wir noch machen müssen. Ist das Feld damit schon gedüngt einmal oder nicht? Ich glaube, einmal müsste das damit gedüngt sein. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir schon noch rausfinden. Das werden wir schon noch rausfinden, Leute. Das ist kein Problem. So. Einmal hier und den kleinen Streifen da, wo das eigentlich gar nicht nötig ist, aber okay, machen wir mit. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir jetzt machen müssen. Brachland gedüngt, 0,33%, okay, sehr schön. Heißt, unser Feld 128 müsste eigentlich gerubbert sein, ist einmal gedüngt. Wir können jetzt eigentlich nochmal düngen. Hoffentlich. Wenn das funktioniert, ne?
Wenn das funktioniert, wenn das funktioniert. Hoppala. Haben wir den Zaun mitgenommen. Ganz schön eng hier. Jetzt haben wir hier rein wieder. Einmal nach hinten. Da müssen wir mal gucken, wo können wir ausfahren. Ich würde sagen, hier. Dann fahren wir jetzt einmal zum Händler, holen noch Mineraldinger. So, wo ist der Händler? Ja, da lang. Einmal da lang und einmal da lang. Ich lasse mir die Karte da. Ja, das mal anlassen. Ja, ich die Strecke noch nicht so oft gefahren bin hier. Ist mir das lieber, als wenn wir uns jetzt hier ständig verfahren. Bringt uns ja auch nicht weiter dann. Ja, Kollege, Vorsicht, Traktor. Traktor in Kurve, muss aufpassen. So, ich habe auch wegen einer neuen Grafikkarte schon geguckt. Ich hätte da eine gefunden, kostet aber natürlich einen Haufen Geld. Werde ich in Angriff nehmen? Ja. Ist nur die Frage, wann, ob jetzt nächsten Monat, sprich September oder Oktober. Kann sein, dass ich auch bis Dezember warte wegen Weihnachtsgeldern und mir das dann davor hole, die neue Grafikkarte, weil die kostet schon knapp 350 Euro. Die ist schon heftig. Deswegen müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, neue Grafik kommt, eine Grafikkarte kommt auf jeden Fall. Eine bessere, dann sollte auch Transportfieber nicht mehr laggen oder ruckeln oder sowas, ne? Dann sollte auch das flüssiger laufen. Hier sollten wir besser unterwegs sein. Prozent Dünger, okay. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein Big Bag. Mineraldünger, da. Kommen wir zwei? Ja, komm, wir kaufen zwei. Ja, komm, kaufen wir drei. Wir gucken jetzt mal, was wir an Missionen hätten. Wir hätten grubbern, 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 grubbern. Wir hätten grubbern, 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 ne? Also da ist jetzt nichts mit Düngen bei, leider. Aber wir haben ja einen Grubber, ne? Wir haben doch einen Grubber da. Das wäre ja dieser hier. Der hat 3 Meter Arbeitsbreite, braucht 100 PS. Und das heißt, wir könnten doch eigentlich mit dem New Holland zumindest damit arbeiten. Könnten wir. Ob wir es machen, ist eine andere Sache. Sollen wir tanken? Komm, wir tanken mal eben. €16 Kraftstoff, okay.
Hoppala. So gut. Machen wir die Karte mal weg, die Minikarte, und dann gucken wir mal, dass wir ohne Minikarte jetzt vorankommen. Also, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen, ist wirklich gucken, dass wir das Feld 128 fertig kriegen. Das kommt an erster Stelle, dann kommt das andere Feld dran, gucken wir wieder, wie wir das machen können, ob wir das schon bearbeiten können oder nicht. Falls nicht, könnten wir zumindest zwischendurch ein paar Missionen machen, zum Beispiel Gruppermissionen. Das würde zumindest nochmal Geld einbringen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Klar, ne? Wäre zumindest nicht verkehrt. Wenn wir da nochmal was an Missionen machen könnten. Komm, fahr, Opa. So. Was ich vermisse, ganz ehrlich, Leute, was ich wirklich vermisse, ist im LS19 die Dings. Vom 17er, die. Wie hieß die nochmal? Die ich auf dem 17er gezockt habe, über 100 Livestreams. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, doch, 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 doch. Losberg. Losberg, die fehlt mir irgendwie noch. Aber gut, wenn es die nicht gibt, gibt es die nicht im 19er. Ist natürlich schade, ne? Aber ist halt so. Wenn es die nicht gibt, gibt es die nicht. Alphonse, mega cool. Wirklich, Leute. Die Losberg im 17er fand ich mega klasse. Ich habe wirklich gerne gezockt. Muss man wirklich sagen. So. Sehr gut, Leute, haben wir es auch schon fast geschafft. Geht der Ruckzuck wie am Schnürchen. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig, wie gut das funktioniert. So. So, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Jetzt kommt die Einsat. Dafür fahren wir noch mal zum Händler und jetzt ist der Zaun hier wieder im Wege. Und holen die Seemaschine ab. Die Seemaschine füllen die einmal auf, holen die ab. Werden uns dann damit um Feld 128 kümmern, dass wir das einsehen. So, wir werden eben schnell den Düngestreuer da hinten reinparken. Einmal das Huhn überfahren. Sogar ein Hahn, glaube ich, gewesen. Egal, wir trotzdem überfahren.
in einem Weg rumläuft, ist das sein Problem. So, dann gucken wir mal eben nach den Hühnern. Tiere, Hühner. 41 Stück. Weizen ist noch komplett in Ordnung. Das ist kein Problem. Zucker und Karotten. Eier 45 Liter bis jetzt. In Ordnung. Gesundheit 61. Ist auch in Ordnung. Alter 0,5 Jahre. Okay. Ja. Geschätzte Futtermenge pro Jahr 3721 Liter. Okay. Ja, ist doch in Ordnung. Geschätzte Futtermenge pro Jahr ist 3700 Liter, ist in Ordnung. So, da wir noch einen zweiten Düngestreuer haben, ne, aus Versehen irgendwie, werden wir den zweiten jetzt mitnehmen und verkaufen. Aber wir brauchen keine zwei Düngestreuer. Das auf keinen Fall. Das heißt, wir werden das einmal mitnehmen und verkaufen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.